Das ist ein Geisterhaus. Und da drin ist mein Büro. Tja. Alles ist vollkommen abgeriegelt. Sie haben die Krebsfaser Asbest gefunden. Nur ganz kurz darf ich noch rein. An meinen alten Arbeitsplatz. Ein paar Festplatten, ein paar Dokumente, das war's. Hast du Angst? Ich habe ein bisschen Angst. Ich rieche es, ich schmecke es nicht. Es wird halt oft verharmlost. Tag 1 im Asbestchaos mitten im NDR. Vor unserem Bürogebäude stehen plötzlich zwei Wachmänner. Achso, ja, darf man nicht rein. Aber vielleicht können wir über die Brücke rein. Ihr wollt euch jetzt nicht über die Brücke reinschummeln ins Haus. Nein, wir wollen nur mal gucken, wie das Gebäude aussieht. So, ich war da gerade schon, da ist alles abgesperrt. Okay. Also richtig ernst nehmen wir die Lage noch nicht. Die passen mal auf, ne? Ja. Ja, guck mal, hier ist jetzt gesperrt. Ja, die Tür ist aber noch offen eigentlich. Aber professionell abgeriegelt. Asbest wurde früher als Baustoff eingesetzt. Ein Wundermittel, denn Asbest war besonders fest, hitzebeständig und ein gutes Dämmmaterial. Irgendwann hat man aber gemerkt, dass Asbeststaub in der Luft krebserregend ist. Kleinste Fasern, die sich in den Lungen absetzen können. Zehntausende Bauarbeiter sind daran in Deutschland gestorben. Völlig ahnungslos hat man das Zeug vor allem in den 60ern, 70ern und 80ern eingesetzt. Solange es verbaut ist, ist es halb so schlimm, aber wenn es irgendwie freigesetzt wird, wird es gefährlich. Genau das ist bei uns im NDR offenbar passiert. Plötzlich hat man es nach einem Umbau in der Büroluft gefunden. Und zack, wurde sofort ein Krisenzentrum eingerichtet. Bringen die Leute jetzt in den Evakuierungsraum. Unser ganzes Team ist hier gestrandet. Die Büros auf unbestimmte Zeit verriegelt. Und auch Christian ist vollkommen ratlos. Ja, das Problem ist, dass ich übermorgen auf Drehreise gehe. Und alle wichtigen Originalunterlagen im Büro liegen. Und wie jetzt gesagt wurde, dass ich an die Unterlagen nicht mehr rankomme. Es gibt irgendwie noch eine Möglichkeit, dass morgen jemand in das Büro reingeht mit irgendwie Schutzkleidung oder sowas. Und dann muss das irgendwie abgesaugt werden, die Papiere. Ich habe aber keine Ahnung, wo das alles liegt. Jetzt muss ich mal von außen durchs Fenster reingucken, welche Sachen ich überhaupt brauche. Scheiße, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und irgendwie ist es komisch. Hello darkness, my old friend. Da ist irgendwo im Gebäude richtig gefährliches Zeug. Und dann hat man Wehmut nach seinem Büro. Und Christian braucht dringend diesen Zettel. Left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Wenn ich da nicht reinkomme ins Büro, dann musst du die Reise eigentlich absagen. Wieso? Ja, weil ich habe die Vollmacht von der Familie dann nicht, dass ich vor Ort die Informationen bekomme und so weiter. Ich meine, das ist ja ein Witz. Ich meine, wir sitzen Jahrzehnte in diesen scheiß Büros und jetzt darf ich nicht mal für eine Minute rein, um diese Unterlagen rauszuholen. Ich ziehe mir auch eine Gasmaske an. Einer, der sich seit Jahren mit dem Thema Asbest beschäftigt, ist mein Kollege Jörg. So manchen Skandal hat er aufgedeckt. Was ist denn jetzt eigentlich Asbest und warum ist das so schlimm? Naja, Asbest ist halt deshalb gefährlich, weil wenn ich es einatme und die Fasern sind lungengängig heißt, sie setzen sich in der Lunge fest, dann gelten diese Fasern als krebserzeugend. Und das ist halt, macht das Risiko aus, wenn Menschen mit Asbest arbeiten. Dieses Asbest ist ein natürlicher Stoff. Ja, das ist ein Silikat, der auch abgebaut wird im Tagebau oder in Europa, muss man sagen, wurde. Hier gibt es ja ein Asbestverbot mittlerweile. Wie kann es denn sein, dass das heute noch ein Problem ist? Man weiß das ja. Also vor 10 Jahren hat sich kaum jemand damit auseinandergesetzt, dass es Asbest im Fliesenkleber gibt. Es ist aber so, dass bei den Sachen, die ich so untersucht habe, in etwa jedes vierte Bad, welches bis 1993 gefliest wurde, mit Asbest belastet ist. Sprich, da wurde asbesthaltiger Fliesenkleber verbaut. Bilder aus einer von Jörgs Reportagen. Immer wieder hat er Proben genommen, wo tagsüber Bauarbeiter oder sogar Bewohner keine Ahnung hatten, womit sie es zu tun haben. Und immer wieder hat er unbequeme Fragen gestellt. Ich habe eine Frage vom Norddeutschen Rundfunk.
Können Sie mir eine Frage beantworten? Ist hier in diesem Haus unsachgemäß gearbeitet worden mit Asbest? Kann das sein? Nicht, dass ich wüsste. Nee? Ich habe aber Probenergebnisse vorliegen, die das eindeutig belegen. Das überrascht mich jetzt total. Was ja, ich kann ich das ja mal zeigen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Tut mir leid. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Prozent der Häuser noch Asbest verbaut sein müsste oder könnte? Also man wird fast in jedem Haus, das bis 1993, also in der Hauptzeit Asbest, 1960, sagen wir mal, bis 1993 gebaut wurde, wird man ein asbesthaltiges Produkt finden. Aber wieso wird da nicht mehr aufgeklärt? Also ich höre das zum ersten Mal. Naja, ich meine, ich muss es ganz deutlich sagen, das ist natürlich teuer. Klar, wenn ich jetzt das fachgerecht entsorgen lassen möchte, dann ist das teuer und das wird oft umgangen. Und ich sag mal, es wird auch oft verharmlost. Kann man ungefähr sagen, wie viel pro Jahr daran noch sterben? Jährlich sterben in Deutschland mehr als 1500 Menschen an Asbest. Das sind die offiziellen Zahlen. Das sind die Menschen, die irgendwo erfasst worden sind, die in der Regel mit Asbest gearbeitet haben. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Wir haben es mit der größten Industriekatastrophe der Geschichte zu tun. Weltweit sind bereits Millionen Menschen wegen Asbest gestorben. Wie man sich schützen kann? Im Zweifel eine Probe nehmen, bevor man in einem 70er-Jahre-Bau bohrt oder flext. Der NDR prüft jetzt jeden Raum auf Fasern. Und da wasche ich sie, dann mache ich sie sauber. Geh rein, ich komme hinterher. Und dann darf ich rein. Ich muss durch eine Luftschleuse. Alles ist völlig unwirklich. Wie ist es denn da drin? Es ist wahnsinnig sehr warm, aber man merkt von dem Asbest merkt nichts. Hast du Angst? Ich habe ein bisschen Angst, natürlich. Du hast hier noch gearbeitet vor kurzem. Ich darf nur die allernötigsten Sachen mitnehmen, die später gereinigt werden. Und? Ja, ich bin kontaminiert jetzt, ne? Das war krass da drin, das war, der Anzug war super warm. Aber es ist schon seltsam, jetzt in sein Büro zu kommen und da so Anzug tragen zu müssen. Das ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl. So. Haben die was gesagt? Gefährlich ist. Ja, er meinte, da unten ist wahrscheinlich ist alles okay. Aber die müssen halt, ist halt eine Schutzmaßnahme. Und es wird auch eine andere Schleuse eingerichtet, mit Duschen und sowas. Ja, die ist schon eingerichtet, aber die kommt jetzt auch bald in Betrieb. Der war ein bisschen überrascht, wie viel ich da raushole, deswegen konnte ich nicht den ganzen Schrank ausräumen. Ich habe nur das Wichtigste jetzt angepackt, aber um 16 Uhr können wir die Sachen abholen. Wie häufig Asbest Probleme bereiten kann, weiß Jörg nur zu gut. Immer wieder sind auch Schulen davon betroffen, wenn sie vor dem Asbestverbot erbaut wurden. So wie hier in Hamburg. Solange das Asbest unberührt bleibt, ist es eigentlich in den meisten Fällen ungefährlich. Aber heikel wird es, wenn Fassaden aufgesägt werden, wenn man Wände rausreißt oder bohrt. Diese ganzen Öffnungen, die da reingesägt wurden, wurden in Asbestplatten gesägt. Und der Staub, das ist natürlich eine extreme Bearbeitung, wo ganz viel Staub gemacht wird. Asbeststaub. Das heißt, die Halle ist natürlich verseucht in den Teilen, wo das reingedrückt wurde. Der Staub. Ich meine, das ist ein städtisches Gebäude. Das ist ein Schulgebäude. Hier bewegen sich Schüler. Hier in direkter Nähe sind Schulklassen. Dann erwarte ich eigentlich, dass sie vorher gucken, was ist da drin. Guten Tag, Jörg Hilbert ist mein Name von Panorama. Wer von den Verantwortlichen möchte denn jetzt mit mir sprechen? Hallo, möchten Sie mit mir sprechen? Ja, Sie haben vom Schulleiter Auskunft. Zuständigen Schulleiter. Ja, aber der Schulleiter ist ja nicht verantwortlich für das, was hier gelaufen ist. Verantwortlich ist die Behörde, die Baukontrolle ausführt. Ich werde mal der Dienststelle berichten. Ja, warum ist hier? Ja, warum? Der Presse. Das sieht ja richtig nach Flucht aus. Soll ich mal gucken und mal fragen? Guten Tag.
Ich habe eine Frage. Meine, Sie können mir doch erzählen, was jetzt hier los war. Weil sich das nicht angeht. An die Öffentlichkeit geht es nichts an. Bitte, seien Sie bitte. So, jetzt haben wir ja selbst auch ein Problem beim NDR. Wir sind ja hier in einem Büro und sind evakuiert worden, mehr oder weniger. Wie kann denn das sein, dass dann so ein Fall wie bei uns hier stattfindet? Ehrlich gesagt, was hier beim NDR passiert, das hätte niemals passieren dürfen. Also wenn ich ein Gebäude habe, welches in den 70er Jahren gebaut wurde, dann muss ich immer damit rechnen, dass ich Asbest finde. Und hier war klar, es ist Asbest im Gebäude, es ist jetzt noch mehr gefunden worden. Wir haben hier auch Asbest in Putz- und Spachtelmassen beim NDR gefunden. Das hätte eigentlich so weit nicht kommen dürfen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Sorgfaltspflicht vom Norddeutschen Rundfunk erwartet gegenüber den Mitarbeitern beim Thema Asbest. Jetzt läuft das natürlich alles, die Leute dürfen das Gebäude nicht mehr betreten. Was jetzt läuft, ist alles vorbildlich, so muss es sein. Es gibt aber noch viel Aufklärungsbedarf, was hier vorher gelaufen ist, warum es überhaupt so weit kommen konnte. Der NDR antwortet auf Anfrage, dass frühere Messungen der Raumluft keine Asbestbelastung ergeben hätten. In den jetzigen Analysen seien die Richtwerte nur in einzelnen Büros überschritten worden. Es liegen aber noch nicht alle Ergebnisse vor. Ich kann mir die Sachen abholen, die wir heute Morgen eingepackt haben. Die wurden jetzt desinfiziert oder wie heißt das? Abgesaugt. Abgesaugt, ja. Die ganzen Fasern wurden abgesaugt. Jetzt sind wir gleich hier bei so einer Schleuse und da holen wir die wieder. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ein paar Kisten haben wir wieder. Ob unsere Büros belastet waren, wissen wir übrigens noch nicht. Aber wir haben immerhin eine neue Bleibe gefunden. Im Finanzamt. Direkt neben der Steuerfahndung. Alles ganz schön schräg. So, wir müssen unser Büro noch ein bisschen einrichten. Ist alles noch ein bisschen Chaos hier. Was ihr aber machen könntet in der Zeit, wäre uns mal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Geile neue Reportagen warten auf euch. Ja, wir würden uns sehr freuen. Und bitte nicht hacken.